Und am Wort ist jetzt Thomas Scherer-Bauer von den Freiheitlichen aus Oberösterreich. Geschätzter Herr Präsident, lieber Karl, auch ich darf dir im Namen der Freiheitlichen Fraktion alles Gute wünschen für deine Präsidentschaft. Gratuliere dir auch zu diesem wirklich wichtigen und interessanten Thema und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im zweiten Halbjahr. Wasser, das flüssige Gold des 21. Jahrhunderts. Österreich besitzt reichlich davon. Es ist alles andere als selbstverständlich, den Wasserhahn aufzudrehen und qualitativ hochwertiges Wasser bzw. Leitungswasser trinken zu können. Wir haben einen Niederschlag von 12.000 Kubikmeter pro Kopf pro Jahr. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern unglaublich viel. Der gesamte Wasserverbrauch beträgt nur, wie es Kollege Seber gesagt hat, 3% dieser Gesamtmenge. Das heißt, nur 3% des verfügbaren Wassers werden in Österreich verbraucht. 60% davon gehen in die Industrie, 35% in die Trinkwasserversorgung und der Rest von 5% fließt in die Landwirtschaft. In vielen Ländern der Welt schaut die Situation jedoch völlig anders aus. 3,6 Milliarden Menschen leiden unter Wasserknappheit. Bis zum Jahr 2050 werden es 5 Milliarden Menschen sein. Die Veränderung des Klimas, das Bevölkerungswachstum, der steigende Konsum in Ländern wie China und Indien steigern den Wasserverbrauch ganz enorm. Große Wasserknappheit herrscht im Nahen Osten, aber auch an der Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika und Teilen Afrikas, Chinas und Indien. Es ist daher ganz besonders wichtig, unseren reichen Schatz, das Wasser, bestmöglich zu schützen. Unser Nachbarland Slowenien hat den Zugang zu sauberem Trinkwasser als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen. Das soll Privatisierungen verhindern und die Wasserressourcen des Landes schützen. Weltweit ist das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser derzeit in der Verfassung von nur 15 Staaten festgeschrieben. Die Vereinten Nationen erkennen das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser seit 2010 als Menschenrecht an. Die Resolution ist jedoch nicht rechtlich bindend. Auf EU-Ebene gibt es nach wie vor keine verbindliche Regelung zur Privatisierung der Wasserversorgung. Jeder Mitgliedstaat kann selbst entscheiden, ob er die Versorgung in öffentliche oder in private Hände legt. Das Geschäft mit dem Wasser, Wasserraub durch Privatisierung, der Zugriff auf die Quellen, das sind die Gefahren bzw. die Interessen von Großkonzernen wie Nestle, die den Menschen das Wasser abgraben, es in Flaschen füllen und dann viel zu teuer wieder verkaufen. Eine sehr gefährliche Form der Kommerzialisierung. Große Teile der ober- und unterirdischen Wasserreserven auf der Welt werden inzwischen von privaten, meist sehr mächtigen Akteuren kontrolliert. Die Kontrolle erlangen sie über großflächige Landkäufe. Mit dem Anstieg der Nahrungsmittelpreise und der Krise der Finanzmärkte wurde überall auf der Welt in den letzten Jahren massiv in landwirtschaftlich industriell nutzbare Flächen investiert. Das entscheidende Kriterium ist dabei die ganzjährige Verfügbarkeit von Wasser. Dass sich Grundwasser, führende Schichten und die Einzugsgebiete von Oberflächengewässern weit über die erworbenen Ländereien erstrecken, gehen die Auswirkungen des sogenannten Landgrabbing auch weit über diese Ländereien hinaus. In der Regel gelten in solchen Regionen traditionelle und komplexe gesellschaftliche Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Wasser. Überall in den von Wasserknappheit betroffenen Gebieten der Welt gibt es Beispiele für nachhaltige gemeinschaftliche Nutzungsmodelle, die verschiedenste lokale und regionale Bevölkerungsgruppen einschließt und sowohl die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit für die Menschen als auch ökologische Bedingungen berücksichtigt. Durch Privatisierung und Kommerzialisierung gemeinschaftlicher Wasserressourcen erhöht sich nicht nur die Gefahr ihrer Erschöpfung und Verschmutzung, immer wird auch der Zugang für die vorherigen Nutzerinnen beschränkt. Dies gilt nicht nur für ländliche Gebiete, sondern auch bei der Privatisierungswelle städtischer Wasserversorgung in den letzten Jahrzehnten ist dies festzustellen. Besonders betroffen sind auch hier wieder Menschen in den ärmeren Regionen der Welt. Milliarden kleinbäuerliche Existenzen und arme Stadtbewohner und Stadtbewohner in den Ländern des Südens hängen von Zugang zu sauberem Wasser ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird keinen Ausverkauf unseres wirklich wertvollen Wassers geben, unseres sogenannten flüssigen Goldes. Es bleibt öffentliches Eigentum und somit in der Hand der Österreicherinnen und Österreicher. Ein großer und wichtiger Schritt für eine positive Zukunft unseres schönen Landes. Herzlichen Dank.
Es gebe keinen Ausverkauf des wertvollen Wassers, es bleibe öffentliches Eigentum, betont Thomas Scherabauer von den Freiheitlichen aus Oberösterreich.